Weiß nicht, Leata, du musst vielleicht wieder die Finger stillhalten. Das Feuer machst du, glaube ich, so viel Schaden drauf. Ich weiß nicht, ob du es jetzt gerade gemacht hast. Ist nur Floxen und Brockner. Ich kann auch Arcane spielen, aber dann mach ich nicht. Nein, du wartest einfach eine Sekunde warten. Das ist nur bei denen eigentlich, bei den ersten. Ja, bei den ersten ist das Wichtigste. Die anderen halt auch. Dann auf die Chill. Ja, wir töten jetzt. Das ist gut. Ja, muss ein bisschen weiterziehen, sonst werden die Flaps. Und wenn es geht, versucht den zweiten auch relativ konsistent zu machen, weil wir haben jetzt hinten immer geklärt und dann war der Boss jetzt auch manchmal ein bisschen anders und dann war es halt irgendwie dann auch nicht so geil. Und Lines nochmal spielen und jetzt auf die Midis chillen. Der eine ist schon wieder super low, passt auf den jetzt auf. Könnt die Range aber schon mal angreifen und kickt die jetzt gleich. Leg Sweep, wenn die zusammenstehen. Passt auf die Arrows gleich auf. Hebt die auf. Cool, im hinten bei Blau ist noch einer, bitte jemand aufheben. Leatra, wir beide machen gleich hinten. Curse und The Wodka, ihr macht dann wieder Boss. Die neue Spawn. Ja. Das war die wieder. Ich sag dir aber. Die Bombe am Boss. Hier ist es. Gleich wieder zwei Bomben. Oder drei Bomben. Oder zwei sind in der Mitte. Wir baiten pass auf, beim Mond. Wir können komplett in das Loch von Blau reinlaufen. Knockback kommt jetzt. Beim Mond, willst du? Okay. Ja, beim Mond. Guck mal, Blau ist alles frei. Dann hinter Blau ist einer am Rand rücken. Jo, jetzt sind gleich noch. Also kannst du auch halten. Ihr macht gleich einfach die neu sind dann weg. Du steht auf Golem in Melee. Und die ist gleich neu spawnen, könnt ihr direkt wegmachen. Also die in unsere Richtung kommen. Komm jetzt nochmal Traps aufpassen, lass dich gleich dahin knocken. Knock kommt auch. Pass auf die Arrows auf. Und es kommen jetzt hinten Traps auch, aufpassen mit den Traps. Und Golems, voll Golems. Hinten. Richte den Boss aus. Bei Gelb, Grün, kicken bitte Golems. Mach die Mini, die Bombe. Wieder Golems aufheben. Golems aufheben bitte. Wo wegmachen? Hinten Mitte, ist da einer zum Aufheben noch? Mach beim Mond die beiden weg einfach. So. Lines aufpassen. Move. Beams noch, dann move. Ja. Lockback aufpassen, wo wollt ihr gleich hin baiten? Wir baiten auf Stern und gehen bei zu Rot. Danach können wir auch bei Rot frei machen. Pass auf die Arrows auf. Dass wir beide können auch sonst halten und sagen, wir gucken, wir gleich nochmal spawnen. Also spawnen jetzt nochmal welche, machen die dann gerade weg. Pass gleich wieder mit den Golems auf, dass ihr den in der Mitte nicht so weglief. Wir müssen noch eher Richtung Mond. Das muss noch einen wegmachen da, wenn es geht. Noch weg. Bei uns. Zieht ihr DevCD? Pass auf die Arrows auf. Geht die Golems kicken und die Bomben machen. Ich mach noch die Far One, ja? Hebt neu auf. Die in der Mitte wegmachen, bei Grün gleich direkt einer. Und die Golems bitte neu aufheben. Passt auf die Arrows auf. Hier liegt noch ein Golem, direkt im Melee. Bitte jemand aufheben. Das hat keiner außer ich einer. Neben Rot bitte wegmachen. Sofort. Es kommt gerade Knockback. Mach den weg. Pass auf die Arrows auf. Ja, Boss in die Ecke zu. Die Ecke zu Rot. Gleich. Ja. Wir baiten dann auch bei Rot. Wodka kannst du hier in der Mitte wegmachen. Ja, wir baiten bei Rot und gehen zu Sterngrün. Da dann nochmal alle Death CDs ziehen, falls irgendwie Arrows. Oh, pass auf. Was? Baiten. Sample ist auch durch, ihr habt Death CDs. Haben wir noch einen? Können wir zum Beispiel gleich wieder Knockback? Es kommen auch gleich wieder Knockback. Die Dinger nochmal clearen hier. Haben wir noch einen zum Clearen? Der Blau. Hinter Blau wegmachen. Was hier? Einfach Death CD, alle Death CDs sehen. Spreaden, Arrow spreaden. Und einfach Boss finish. Oh mein Gott. Ja, das hat sich einfach so richtig gelohnt.